45, 48 und 54. Wunderbar. So, ein Steak rein. Und wir fangen an zu trainieren mit Laufband. Laufband ist ganz wichtig. Ausdauer muss unbedingt wieder auf 3 und am besten gleich so weit auf 3, dass es nicht runterfällt unter 3. Wir haben natürlich jetzt auch wieder kein Geld, das heißt, wir müssen auch wieder arbeiten gehen. Eieiei. Schlimm ist das. Okay, dann mal Liegestütz hinten nach. Okay, ich glaube, wir machen dann nachher noch einen Ligakampf. Einen Angriff, also einen Anfängerkampf. Kriegen wir, glaube ich, hin. Aha, so lange, bis er Hunger hat. So lange, bis er Hunger hat. Hunger. Okay. Oh, dann esse ich mal was. Und dann fahre ich gleich zur Arbeit. Mit meinem letzten Geld, was ich habe. Und verdiene dann noch ein bisschen was. Da macht ihm auch die Arbeit noch Spaß, ne? Aber nicht lange. Das ist das Traurige. Ah, du bist zu müde zum Arbeiten. Ich sollte aufhören, mit dem Bus zu fahren. Ja, das ist gut, dass du keine Bösewichte im Angebot hast. Zu müde hinlegen. So, ich muss mal kurz gucken. Okay. Ja. So, dann hau rein. Gut, ein bisschen was essen. Gut, ich würde sagen, wir nehmen an. Gehen dann aber nochmal arbeiten. Weil sonst haben wir keinen Steak. Sonst haben wir nichts zu essen für nachher. Okay, geht sich das? Ja, es geht sich definitiv aus. Dann können wir einen Tag trainieren, zumindest ausruhen mal alles und dann nochmal schnell trainieren. Okay. Zu Fuß natürlich. Das war blöd. Ja, kurz hinlegen. Die Ausdauer darf nicht unter 4, unter 3 fallen, weil sonst kommen wir nicht auf 4. So, wir haben noch 4 Steaks, das reicht. Wir müssen aber noch ein bisschen Effektivität aufsammeln. Um wirklich... Eieiei, okay. Ah, das reicht. Okay, wunderbar. So. Ich mache jetzt mal kurz eine Aufnahmepause, würde ich sagen. Kurz mal Augenpause. Ich sage jetzt mal, ich mache für mich selbst mal kurz eine Augenpause und gehe trinken und vielleicht ein bisschen was essen. Und wir sehen uns dann einfach in der nächsten. Also gleich wieder eigentlich. Also, bis dahin. Ich drücke mal Escape. Oder. Ach so. Wir sehen uns dann einfach in der nächsten Aufnahmesession wieder. Also, dann gleich. Also, tschüss, bis dann. Baba. So, herzlich willkommen zurück zu Punch Club. Ich habe gesagt, ich komme gleich wieder. Ich weiß jetzt gerade nur nicht, was ich alles machen wollte. Ich wollte eigentlich, bevor ich die Aufnahme starte, wollte ich eigentlich gucken, was wir machen. Während ich, also ich habe gerade überlegt, es wäre theoretisch auch der, also ganz ehrlich, ich habe natürlich jetzt den Weg des Tigers gewählt, aber ganz ehrlich, Weg der Schildkröte wäre auch ziemlich geil gewesen. Deine Chance zu blocken oder auszuweichen sind geringer, aber alle Angriffe kosten dich 30% weniger Energie. Ja, naja. Ich habe gern Charakter, also Charaktere. Ich habe gern Charaktere, die entweder enorme Damage machen, ja, oder die echt viel aushalten. Das heißt, die dort stehen wie ein Fels in der Brandung und sich nicht einen Millimeter bewegen. Ja.
Oh Gott, du vergeudest 15% weniger Energie beim Trainieren. Ach du Scheiße, wie geil. Was haben wir beim Weg des Tigers eigentlich? Ja gut, vor allem durch Hirntechniker. Die Wahrscheinlichkeit, dass du ausweichst, ist höher und mehr geschickabhängig. Okay. Deinem Gegner verursachte Schaden wird um 20% reduziert. Wer hat behauptet, dass es einfach sein Stäbchen zu essen? Du hältst 15% mehr Geschick beim Training. Das ist eine super. Wenn einer deine Schläge von deinem Gegner geblockt kostet, weitere Schläge 25% weniger. Oh, das ist natürlich auch geil. Deine Stärke und Ausdauer können nicht höher als 8 sein. Das finde ich komisch. Das finde ich echt komisch. Die Frage ist natürlich, ob das überhaupt dann. Ich frage mich, ob das dann überhaupt ein sinnvolles Talent ist. Weil theoretisch kannst du dann Ausdauer und Stärke trainieren, bis sie bei 8 sind und dann fallen die dann natürlich sofort gleich wieder runter, was total blöd ist. Geschick sinkt nicht unter 13. Ninjitsu-Fan, jedes Mal, wenn du einen Angriff ausführst, besteht die Chance, ein Geschick um 10% zu erhöhen, okay? Hast du 30% oder weniger Gesundheit, steigt dein Geschick um 30%. Kobra-Schlag ist natürlich auch geil. Ja. Schildkröte hat schon geile Sachen, muss ich sagen. Hier die Sache überhaupt. Ich mag den Schmerz. Jeder Litnische beschleunigt eine Energieregeneration. Das ist auch super eigentlich. Hast du weniger als 20% Energiekosten, Alter, 70%. Ach du. Stiehlt Energie von deinem Gegner. Ah ja. Oh Gottes Willen. Okay. Na gut. Lassen wir das. So, was wollten wir? Wollten wir trainieren gehen? Kampf ist morgen. Ja, dann wollten wir definitiv trainieren gehen. Gestern haben wir was. Training funktioniert. Oh, warte, ich setze mich kurz anders hin. Okay, da bin ich wieder. Okay, wir brauchen Ausdauer auf 4. Bei den anderen Werten weiß ich es noch nicht so genau. Haben wir überhaupt was zu essen zu Hause? Ich weiß das gar nicht mehr. Oh. Bam, 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 bam. Okay. Ah, hat vorher Hunger, bevor die Zeit aus ist. Also bevor der Tag vorbei ist, hat er Hunger. Haben wir Essen? Ja, wir haben Essen zu Hause. Wunderbar. Dann mal ein bisschen Liegestütze. Ja. Okay, heute ist Kampftag. Ich probiere mal ohne, also mit wenig Energie probiere ich mal. Aber ich glaube, man muss alles echt oben halten, sonst. Das bringt nichts, das bringt nichts. Wir brauchen Stärke mindestens auf 2. Gut, Ausdauer ist zumindest mal auf 2, das ist schon mal ganz gut. Das bringt auch Geschick, Geschick, Geschick. Oh, Stärke. Stärke ist gut. Aber sehr selten kriegt man da Stärke raus. Komm, komm. Stärke brauche ich noch 2 Punkte. Mist, geht sie nicht aus. Eieiei. Energie ist fast down. Okay, ich versuch's halt mal. Ich glaube, Billy Spark, okay. 3, 2, 2, 1, 4, 4. Eieiei. Gut, aber wir blocken mehr Schaden weg als ihr. Gut, kann ich absorbieren. 5,2. Wir sind allgemein besser. Allgemein, von diesen Werten her, sind wir wesentlich besser. Bei den anderen kann ich nicht so ganz für mich sprechen. Aber okay. Okay, schauen wir mal, ob wir den Billy erledigen. Ja, mit einem Damage eher wenig. Eher weniger. 2. 5. Ah, okay. Und der hat uns gleich eine 5er rein, ne? Ach du Kacke. Okay, wir haben von Haus aus schon mal mehr Energie wie er. Das. Alter, eine 14er-Kombo, aber eine richtig geile. 4-5 Treffer hintereinander, die getroffen haben. Also 4-5 Dritte, die hintereinander, die getroffen haben. Sehr geil. Okay, mit dem dritten, glaube ich, schaffen wir. Oh Gott, eine 9er-Kombo von Billy. Das ist nicht so geil. Aber wir. Derweil sieht es noch gut aus für uns. So, ich muss mich nochmal anders hinsetzen. Ich habe mich vor dämlich hingesetzt. Okay, wie sieht's aus? 5-4. Eieiei, 2. Eieiei. Er darf uns nicht. Er sollte uns nicht zu oft treffen. Aber jetzt ist er dann gleich energiemäßig im Arsch. Das heißt, blocken ist gar nicht mehr möglich.
Okay. 15. Okay, er hat wieder Energie gekriegt. Ah, das ist blöd. Okay. 48. Lebensenergie hat er noch. Wir haben noch 77. Das geht. Er trifft nicht. Wir treffen auch nicht. Oh, okay. Jetzt hat er getroffen. Eine 2er. Okay, den 5er hinten nach. Von uns. Einen 1er. Jawohl. Und er ging zu Boden. Wir haben 100 Ausdauer. Das heißt, unsere Ausdauer geht nicht zu Fall. Bams. 6er Combo. 10er Combo. Oh ja. 8er Combo. Und er liegt schon wieder. 4er. Okay, jetzt. Okay, den Kampf gewinnen wir. Den nehmen wir nach Hause. Der hat keine Chance. Die vierte Runde wird er nicht mehr überleben. Doch. Die vierte Runde schafft er noch. Nein, doch nicht. Wir haben ihn in der vierten Runde haben wir ihn noch erledigt. 60, 20, 5 und minus 20 Herzen. Das ist aber gar nicht so, das ist nicht so schlimm. Du bist jetzt auf dem 5. Platz in der Liga. Weiter so. Der Champion wäre der Champion der Liga. Hey Cooper, du warst unaufhaltsam. Das war super, nicht wahr? Willst du gleich nochmal? Ja, sicher. So macht man das. Ich muss jetzt meine Schwester... ich muss jetzt los. Meine Schwester kommt aus dem College wieder. Sie ist echt klug. Komm doch einfach mal bei mir zu Hause vorbei. Ich freue mich immer, dich zu sehen. Abgemacht, Roy. Ich komme vorbei, wenn ich mich vom letzten Kampf erholt habe. Roy ist ein echt guter Kerl. Okay, dann schauen wir dann nachher bei Roy mal vorbei. Angriff überspringen machen wir nicht. Das ist, glaube ich, nicht ganz so gut. Motivation, was ist denn das? Wenn er dich so ansieht, schaffst du noch eine Runde. Du erhältst 10% mehr Stärke beim Training. Oh, das ist auch geil. Ja, Weg der Schildkröte, wie gesagt, wäre gar nicht so schlecht. Aber ich glaube, ich bleibe trotzdem am Weg des Kriegers. Weil dann müsste ich jetzt total umskillen. Was er jetzt... Ja, aber ich würde es gern wegtun. Na, es geht nicht mehr. Okay. Was killen wir? Theoretisch könnten wir natürlich den Tritt mitnehmen. Das würde ein bisschen was bringen. Fall nicht hin, ist schon mal ganz super. Natürlich Dauerläufer. Also, dass die Ausdauer nicht unter 4 sinkt, glaube ich, das nehme ich. Das werde ich jetzt irgendwann auch mitnehmen. Das heißt, hoher Schlag werde ich vielleicht mal mitnehmen. Damit zumindest die Ausdauer auch nicht unter 4 sinkt. Das erleichtert das Training wesentlich. Aber jetzt nehme ich einfach nur den hohen Rückanschlag mit. Schade nicht. Wir müssen ihn ja sowieso nehmen, sonst kommen wir ja hier nicht weiter. Wir können dann theoretisch schon Reisesser und den Weg des Tigers einschlagen. Kampfflieger, da müsste ich jetzt durchgehend wieder trainieren. Ich schau mal bei Roy. Ich gehe mal zu Roy. So. Hey Roy. Hey Kumpel, schön dich zu sehen. Was ist los? Also, ich wollte meine Schwester abholen, aber mein Auto hat eine Panne. Verdammt, das ist ja blöd. Ja, jedenfalls habe ich meiner Schwester von dir erzählt und wie toll du bist. Sie ist nicht wirklich beeindruckt vom Kämpfen. Aber hey, du solltest dir mal Hallo sagen. Du bist ein toller Kerl. Haha. Adrian, triff Roys Schwester Adrian. Ich hoffe, sie ist nicht so wie er. Ja, das hoffe ich auch, dass sie nicht so wie er ist, obwohl sie Adrian heißt. Danke, Mann. Ich sage bestimmt Hallo. Super, und jetzt komm, lass uns über Taktik reden. Danach können wir zusammen trainieren. Okay. Partner, mit Roy, bitte Roy mit dir zu trainieren. Ja, schlage vor, zusammen zu trainieren. Hey, es wäre toll, mit so einem starken Partner wie dir zu trainieren. Ja, Kumpel, mit einem Partner trainieren ist viel effektiver. Aber ich muss mein Auto reparieren, das ist immer noch kaputt. Willst du mir helfen? Willst du mir, ich helfe dir und so? Also hilfst du mir, ich helfe dir. Okay. Geh zur Bar, entspann dich mit Roy. Schlage vor zu Sparren, das können wir auch machen. Aber ich gehe mal zur Schwester. Hey, wie geht's? Ich bin ein Freund von Roy, hoffentlich hat er mich erwähnt. Oha, ja, er hört gar nicht auf davon zu erzählen, wie super cool ihr zwei seid. Ihr gebt immer noch so viel, er gibt immer noch so viel wie damals. Adrian, du hast Adrian getroffen, High Five. Ich bin Adrian, freut mich, dich kennenzulernen. Freut mich auch, ich muss mit Roy reden. Gewinnen Adrians Zuneigung, das ist vermutlich schwieriger als seine Kämpfe. Würde ich nicht behaupten. Frag nach Schwester. Hey Roy, deine Schwester ist, wie soll ich sagen, ziemlich attraktiv. Das liegt in der Familie und hey, sie ist auch ziemlich klug. Lass mich dir ein Geheimnis verraten. Ich glaube, sie mag dich. Ich weiß nicht, Roy. Das sieht gar nicht so aus.
Ich denke schon, weißt du was? Sie mag Blumen. Denk darüber nach. Okay, Roy, danke für den Tipp. Kein Problem, Kumpel. Ich glaube, es würde ihr gut tun, mit einem tollen Kerl wie dir Zeit zu verbringen. Oh ja, sieh dir meine Muckis an. Roy hat erzählt, dass du Blumen magst. Ja, da hat er wohl recht. Was für Blumen magst du denn? Du bist also ein Boxer, herrje. Ich interessiere mich für Blumen. Ich sammle für ein Herbarium. Das verstehe ich. Das verstehe ich überhaupt nicht. Nun, ich würde dir gern helfen. Wirklich? Das ist toll. Ich kenne die Stadt nicht so gut. Also wäre es toll, wenn du für mich nach Blumen suchst. Na klar, ich durchsuche die Stadt. Nehme ich die mal aus dem Garten. Hey, ich glaube, ich habe eine Blume gepflückt. Aus dem Garten, direkt vor dir. Genau, das ist die richtige. Ich brauche nur noch 5 von denen. Blümchen pflücken. Tolle Aufgabe für einen Boxer. Okay. Rede ich mal mit Roy. Wir brauchen uns eigentlich nicht mit ihm entspannen. Das bringt nur diese Punkte. Es bringt nur Stimmung. Und die haben wir sowieso zu Genüge. Wobei theoretisch alles levelt, wenn wir mit Roy entspannen. Warte, ich frag mal. Schlag vor zu sparren. Hey Roy, lass uns kämpfen. Sei kein Hasenfuß. Oh, du hast es so gewollt. Kumpel, auf geht's. Aber ich muss mein Auto reparieren. Das ist immer noch kaputt. Willst du mir helfen? Hilfst du mir, helfe ich dir. Ah, will auch immer, dass man sein Auto repariert. Ah, dann gehe ich mal nach Hause. Lege mich mal hin. Und ich würde sagen, wir sammeln ein bisschen Geld, damit wieder ein paar Schurken auf uns zukommen. Oh Gott. Das könnte noch ein bisschen dauern. Okay, das reicht. Okay, es war noch ein Steak. Jetzt hat er gar einen 5. Nee, ich glaube, ich hole mir mal... Ich gehe mal schnell arbeiten. Und hole mir noch ein bisschen Geld. Wir müssen halt schauen, dass unsere Ausdauer und unsere Werte nicht runtersinken. Ich glaube jedoch, wenn wir Stärke 2 hätten, gehabt hätten, dann hätten wir das gerockt, das Ganze, glaube ich. Ich glaube, die alte Bank, ja, für die Stärke, die spare ich mir. So, ich tue noch ein bisschen, bis er fertig ist. Okay, zu müde, kurz vor der nächsten. So, dann einmal sei gegrüßt, mein Held. Ja, ich bin da. Schön, dich frisch und gesund zu sehen, Apu. Und wir sind schon wieder komplett leer. Wir brauchen immer 140, damit wir uns 7 Fleisch leisten können. Das ist echt heftig. So, ich gehe mal schnell zu Mick. Hey Mick, wie sieht's aus? Sieh dir meine Muckis an. Teile dein Wissen mit dir. Was auch immer du tust, ich hoffe, du hast einen Grund dafür. Fragen nach Essen. Willst du mich zum Essen einladen? Ich weiß, dass du Geld hast. Ah, shit. Was wollten wir? Genau, zu Hause. Oh, nicht den Bus. Nicht mit dem Bus, du Idiot. Oh, eine Blume. Super, aber ich brauche noch 4 Stück. Man kann ein bisschen die Pflanze gießen. Yeah. Okay, dann lege ich dich mal hin. Ja, dann kann ich gleich was essen gehen. Das ist traumhaft. Habe ich mich für den Kampf angemeldet? Ich glaube nicht, ne? Habe ich diesmal ausgelassen? War auch, glaube ich, besser so. Was wäre sonst? Das bringt einfach nichts. Wie sieht's aus? 51er Stimmung, das reicht perfekt. Wir gleich noch ein bisschen trainieren gehen. Ich meine, ja, immer trainieren macht natürlich überhaupt keinen Sinn, aber ich muss halt dann doch schon irgendwie die Werte oben haben. Innerhalb von 2 Tagen kann ich dann auch nicht einfach das aus dem Ärmel zaubern. Meine Fähigkeiten. So ist es ja nicht.